Hallo zusammen und howdy und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Jeha! Ja, jetzt habe ich total den Faden verloren. Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Schaf oder? Nee, ist doch kein Schaf, oder? Genau, was auch noch gab. Irgendwie gab es noch ein Update zu den Kühen und so. Aber ehrlich gesagt habe ich... Es regnet. Oh, tatsächlich, es sind große Regenwolken über uns. Es gab... Ja, irgendwie noch ein Tier-Update und irgendwie bin ich da ein bisschen verwirrt, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals hier eine Kuh gesehen habe. Schauen wir mal schnell, temperaturtechnisch. Komm, hauen wir dann noch die Wäsche wieder drauf. Muss reichen. So, ich brauche Holz. Huiz. Die Bisons sind wirklich weg. Also ich sehe hier keine Bisons mehr. Holz, ja, genau. Genau, es gab noch irgendwie ein Patch oder ein Update zu den Tieren. Aber, also Kühe und so und Schafe. Ich habe aber jetzt noch keine. Ja, Schafe habe ich bisher ein einziges gesehen. Eins. Das ist echt viel, eins. Und Kühe technisch habe ich auch noch nicht wirklich was gesehen. Das ist. Ui, es leckt. Was ich jetzt gerade vorhin gesehen habe. Mittlerweile fliegen rum. Man hört sie auch. Und dann sieht man so tatsächlich so einen Schwarm. Insekten fliegen immer wieder rum. Laubblätter sieht man tatsächlich immer wieder. Also es wird langsam richtig schön. Gut, ich fand es vorher schon richtig schön, aber von dem her machen wir da keinen Kopf. So, was brauchen wir denn? Hui! Wir haben Hunger. 67 Geld. 67 Dollar haben wir in der Tasche. So, Holz, ich glaube, das reicht erstmal. Ich würde die Stadt halt gern hier so um den Fluss oder um den See rumbauen. Das wäre voll geil. Da ist gerade ein Laubblatt geflogen. Schauen wir mal. Der hat die Hü, Efona. Honey, take. Honey, take. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich mit dem Honig machen soll, aber hey, wir haben ihn halt. Wir könnten so einen richtigen Imker bauen. Ein Imkergebäude. So, achso. Wollte eigentlich absteigen. Nein, jetzt bin ich wieder. Das habt ihr das auch mal gesehen, die Animation, wenn man von hinten aufs Pferd aufsteigt. So, ich wollte für hier drin, Moment, Ansicht wechseln. Ich wollte auf jeden Fall noch mal Ding bauen. Oh, eine Straßenlaterne. Street Lamp. Ich wollte auf jeden Fall hier nochmal so eine Candle machen. Iron Ore. Natürlich. Iron Ore haben wir natürlich wieder nicht dabei. Was haben wir? Hanf haben wir noch gesammelt. Dann haben wir Plantfibers, habe ich gerade vorhin noch gesammelt. Beeren haben wir noch gekriegt. Jetzt pass auf. Bienenwachs. Das brauchen wir jetzt. Wir haben noch keine. Doch, wir haben. Gott sei Dank. Dass der Honig sich nicht automatisch steckt, ist schon ein bisschen lästig. Machen wir noch mal einmal eine von da. Was ist das? Large Pickaxe. Okay, die große Ding habe ich ja schon gemacht. Die große. Hab's vergessen, wie sie heißt. Bricks. Bricks haben wir noch keine. Metal Mailbox. Safe. Eine Well Pump. Higher Quality Well from for Water. Planks. 25 Stück. Okay. Und zwar, ich wollte die Ding craften. Crafting. Hier wollte ich mal craften. Craften wir mal 4. Wir müssen jetzt dann wahrscheinlich gleich im Inventar. Blub, blub, blub. Dann hauen wir mal schnell das Bienenwachs weg. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die Rope brauchen wir auch nicht mehr. So, dann haben wir Iron Ore. Holz haben wir mittlerweile auch genügend. Stein. Also Stein wird uns nicht so bald ausgehen, habe ich so das Gefühl. Honey würde ich gern... Ah, die craftet noch? Okay. Honey würde ich gerne wieder rüber tun. In den Kühlschrank. Wir müssen eh bald unser Lager umziehen. Das hat uns hier so keinen Wert. Achso, ich wollte die Fackeln hier reinmachen, gell, damit es ein bisschen dunkel ist in der Nacht. Damit ihr auch besser was sehen könnt. So. 4. Eine. 4. Dann machen wir hier nur eine hin, oder? Weil da können wir jetzt keine hin machen. Doch, da können wir auch eine hin machen. Hier nur eine hin. Dann 4 und da nur eine hin. Und
4, dann machen wir hier am Bett noch eine hin. Und dann sollte es hier drin, glaube ich, tagsüber, nachts ein bisschen heller sein, damit ihr auch mehr sehen könnt. So. Ui. Dann hauen wir doch hier mal... Hat bitte jemand die Tür aufgelassen? 4. Hier nochmal eine... Oh, richtig schön, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde das so richtig schön. Sieht so richtig heimisch aus. Oh. Wieso steht denn das Kabinett so weit weg? Move. Ich würde das ganz viel weiter an die Ding machen. An die Wand. Hey, die oben rufen? Move. Move. Kann ich nicht weiter an Wand machen? Was ist denn das für ein Kack? Nein, ich stehe irgendwo drauf. Ich stehe auf der scheiß Kiste. Hä, ich bin nach oben geglitscht? Du verarschst mich doch gerade. Der verarscht mich. Der hat mich gerade nach oben geschmissen. Ich dachte mir gerade, hä, wo bin ich denn jetzt? Das sieht nach Schlafzimmer aus. Und tatsächlich, er hat uns nach oben geglitscht. Da war doch gerade vorhin die Pfanne drauf. Nein, die Pfanne, stimmt, die habe ich woanders hingemacht. Ja, dann können wir es wohl nur so hinmachen. Sehr schade. Dann ziehen wir das Ganze so weit, wie es geht, nach hinten. Oh, es ist kacke. Ich hätte das gern viel weiter an der Wand. Interact, move. Das ist voll scheiße. So, da haben wir jetzt nichts mehr drinnen. Moment, wir haben Honig und die Beeren und alles haben wir da drin. Beeren, Beeren. Beeren haben wir jetzt dann echt langsam genug. Honig. Dann den Fisch behalten wir mal noch. Ja, ich überlege jetzt gerade, wir brauchen nämlich bald schon wieder... ist die Animation wieder weg. Toll. Wir brauchen nämlich leider bald wieder Ding. Man kann halt alles irgendwie zum Ding nehmen. Da könnt ihr doch eigentlich nochmal ein paar so Ding craften, oder? Ein paar so fucking. Für außen. Hui. Was hat man da? Dieter braucht man da, gell? Und Holz. Dann machen wir das mal nochmal schnell. Für außen einfach nochmal passend Wand fackeln. 6 Stück müssten rein. Was ist das? Carpentry Bench. Ja gut, die haben wir ja. Ein Well. Wir könnten nochmal ein paar Bienenstöcke machen, weil wir werden wahrscheinlich noch öfters. Achso, Stone und Planks. Och nö, jetzt muss ich wieder Planks machen. Okay, ich hab noch. Für zwei Bienenstöcke reicht's noch. Inventar. Crafting. So, dann hauen wir den Stein mal wieder hier rein. Dann hauen wir die Planks hier wieder rein. Und das hier hauen wir auch wieder rein. Und Holz können wir mal stacken. Und dann machen wir mal so. Und jetzt gucke ich mal damit schnell. Ich müsste... da brauche ich Stein, gell? Für die Pfeile brauche ich Stein. Kann ich denn an der Bench zum Beispiel bessere Pfeile machen? Nicht wirklich, gell? A medium trap for catching animals. Hätte ja sein können. Inventar. Crafting. Dann machen wir noch mal ein paar Pfeile. Weil ich brauche auf jeden Fall mehr Pfeile. So, okay, die Bienenstöcke sind fertig. Da würde ich sagen, dann stellen wir die auch gleich mal auf. Weil wir brauchen die ja. Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann Ding braucht.
Also ich kann mir vorstellen, dass man tatsächlich irgendwann Imkerkleidung braucht. Hey. Ach, so rum stehen die richtig wahrscheinlich. Ein Held. Ich bin doch so ein Held, ne? Ne, wahr? Ich will jetzt nicht den Bogen. So, was wollte ich denn eigentlich machen? Eigentlich müsste ich nochmal ins Schneegebiet, weil ich müsste eigentlich nochmal Eis holen, weil das Eis wird langsam schon ein bisschen weniger. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ah, da haben wir noch Fackeln. Fackeln! Da fackeln wir nicht lang rum. Würde ich sagen, machen wir nämlich hier gleich noch 4. Dann machen wir hier einfach noch eine hin. Und hier unten würde ich gerne noch eine hinmachen. Damit man hier dann auch rauf sieht, wo man hingeht. Und hinten gerne an der anderen Eingangstür würde ich gerne noch eine machen. Woo! Woo! Ist die Animation oder diese Speed-Animation neu? Halt, 4. 4. So. Aber die Fenster alle falsch rum einbaut, oder? Weil das die einzigen sind, die draußen die Dinge anzeigen. Nee, die sind schon... Sind schon richtig rum, aber das da oben sind die einzigen, die Fensterläden anzeigen. Merkwürdig. Sehr komisch, ist ja komisch, ne? Aber ist ja noch, was war's? Early Access. Ich würde halt gerne auch meinen Tierstall machen. Ach, das ist halt echt eine gute Frage. Und um euch abstimmen zu lassen, müsst ihr halt zwischendrin eben nicht aufnehmen. Und das ist halt nicht so einfach. So, dann würde ich mal... Achso, ich sollte vielleicht noch Wasser mitnehmen. Das Pferd könnte man ja auch gleich Wasser trinken lassen. Hui! Das braucht auch Wasser. Ja, okay, dann lass mal schnell die Hottehüs trinken. Hui! Okay. Das Hottehü hat getrunken. Hui! Dann stellen wir das mal hier ab. So, dann gehen wir mal ein bisschen weg. Weil sonst geht das immer nicht ganz. So, du bleibst da. Du bist unser Packesel, dir geben wir jetzt mal einen anderen Namen. Packesel. So. Ich werde mal nochmal so einen Wagen craften. Und dann diesmal mache ich den aber nicht mehr weg vom Pferd, weil sonst... Weil sonst habe ich wieder das Problem, dass er einfach kaputt ist. Hottehü hat getrunken. Bockst du jetzt, oder was? Ich sag, nee, da war eine Stelle, da wollte ich nicht drüber reiten. Dann absteigen. Stay. So, meine Liebe. Au. Dann gehen wir mal nochmal süffeln. Hast du auch gesüffelt? Das ist schön. So, und jetzt gehe ich noch süffeln. Und das hier noch auffüllen. Gut. Das ist auch aufgefüllt. Fußspuren. Pferdefußspuren im Sand. Oder meine eigenen. Ah, das sind meine eigenen. Die sind geil. Aber meine Sporen machen schon wieder keine Geräusche mehr irgendwie. So, jetzt pass auf. Jetzt pass mal Obacht. Dann essen wir noch kurz was. Temperatur ist momentan hoch. Da müssen wir dann nachher sowieso was anziehen. Dann tun wir jetzt mal schnell die Pickaxe weg. Und sitzen mal schnell auf. So, wo war denn letztes Mal das Schneegebiet? Im Norden. Jo. Dann würde ich auch sagen, reiten wir wieder in den Norden. Wobei, eigentlich müssten wir ja noch gar nicht, ja.
Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, ob wir ein Ding finden, eine Mine oder so. Jetzt pass mal auf. Genau, in die Richtung reiten wir jetzt einfach mal. Ich habe letztes Mal in der letzten Folge vergessen, Musik anzumachen. Ich habe ja diese Country-Playlist mittlerweile und das habe ich letztes Mal einfach ein bisschen verpennt. Da hinten ist gerade ein Schaf aufgeploppt, kann das sein? Können wir eigentlich die Schafe auch mit dem Lasso fangen? Oh, das ist ein Wolf. 4. Frau. Ich weiß nicht, ob das ein Schaf oder ein Wolf ist. Aber ich glaube, so vom Bürzel her ist es ein Schaf. Es ist ein Schaf. Mistvieh, bleib da. Ich glaube, ich spinne. Bleib mal wegrennen. Oh, Cotton. Oh, Cotton. Ich kann das Schaf auch einfach umbringen, aber was habe ich davon? Ich brauche ja eigentlich die Schafe. Ich habe natürlich keine Ahnung, gell, wie man Schafe... Ah, jetzt ist mir dann aber doch zu blöd. Jetzt werde ich wohl, ich werde es jetzt wohl töten. Tut mir leid, Schaf. Aber ich brauche deine Wolle. Und wenn du nicht freiwillig mitkommst, geht's nicht anders. Falls der Pferdesattel nämlich wieder wegpackt. So, dann können wir uns jetzt auf die Reise machen, nachdem wir das Schaf gekillt haben. Müsste ich echt mal gucken, wie man die Tiere tamen kann. Wahrscheinlich muss man die auch mit irgendwelchen Bären locken. So typisch klassisch anhand von, was war es denn, Ark, muss man glaube ich die Tiere auch mal mit irgendwelchen Bären locken. So, wir reiten jetzt einfach mal in den Osten. Da, wo wir am Anfang gespawnt sind, das war vielleicht gar nicht so verkehrt. Ach, genau, wir könnten in die Wüste. Hui! Wie es halt schon der Nacht wird, gell? Faszinierend. 18:25. Gab es damals überhaupt schon Uhrzeiten? Hanf. Haben wir noch was anderes außer Hanf? Nö. Hui! Jiha! Ja, ist ein Bär. Ah, ich weiß noch, wie ich vor ein paar Folgen probiert habe, einen Elch anzugreifen. Weiß wohl, wie war keine gute Idee war. Ich höre hier irgendein Viech. Aber ich sehe es nicht. Nö, hier ist nichts. Sind das kleine Fischtümpel? Mein Pferd hängt schon wieder irgendwo fest jetzt. Was auch so mies war, das erste Pferd, wo ich dann ganz nah dran war, das war dann das Pferd, wo sich dann in den Berg gebackt hat und dann aber im Berg stehen geblieben ist und als ich mich dann neu eingeloggt hatte, war es dann weg. Also es war kurz drauf, ich habe mich dann erstmal ausgeloggt, habe mich dann neu eingeloggt und musste dann feststellen, es ist weg. Skill Points, was muss ich denn machen, damit ich mehr Skill Points bekomme? Muss ich da ständig irgendwelche Banditen killen? So. Wahrscheinlich, wenn die Morality voll ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass einen kein Bandit mehr angreift, oder? Da ist man dann so imber, dass einen dann die Leute nicht mehr angreifen. Aber jetzt habe ich die ganze Folge wieder verbracht mit irgendeinem Scheiß. Es tut mir leid. Eigentlich könnte man, wenn wir schon unterwegs sind, Tiere jagen. Ey, bleib da! Wie viele braucht denn das? Komm ich da mit dem Pferd überhaupt hoch? Ja, aber sehr schwer. Oh, ein Tier, Female.
Hoppala. Hoppla, das ist mir so in den Pfeil und Bogen geschwungen. Wo sind wir denn jetzt? Hier hinten geht's zur Wüste. Wüste! Mich würde halt echt interessieren, wo die Minen sind. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo die sein sollen. Ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwo in Bergnähe sind. Aber wo in Bergnähe ist halt die Frage, gell? Das ist die Frage. Und da soll es ja die verrückten Minenarbeiter geben. Oh Gott, wir werden nie wieder nach Hause finden. Oh nein. Der greift uns bloß wieder an, da habe ich keinen Bock drauf. Dachse sind ein bisschen leicht aggro. So ganz kleines bisschen. Da habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf, dass der unser Pferd wieder schädigt. Ich meine, es hielt zwar auch mit der Zeit, aber es muss ja echt nicht sein. Ach, da kommen wir jetzt nicht hoch. Ja, ist ja gut. So, es ist halt echt doof. Wo könnten die Minen sein? Das würde mich halt echt interessieren. Weil Städte gibt es ja, glaube ich, soweit noch keine. Was ist das hier hinten? Oh, was ist das für ein komischer Busch? Ich glaube, wir kommen wieder in die Nähe von, in die Nähe der Wüste. Das ist, glaube ich, ein Wüstenbaum. Ach komm, den immer gleich mal mit. Wenn er da schon so dasteht. Holz brauchen wir ja sowieso. In der Wüste sind bestimmt mehr Kojoten unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Hui! Hottihü! Da ist mein Hottihü. Aufsitzen. Hui! Die Animationen werden auch langsam besser, weniger buggy. Also vielleicht kommt mir das auch nur so vor, oder ist es tatsächlich so? Ich glaube, Fackel werde ich jetzt definitiv nicht rausholen, weil es muss ja keiner sehen, dass ich hier unterwegs bin. Bison haben wir jetzt gar keine mehr in der Nähe, das ist voll komisch. Da war doch dieser große See. Wo sind wir denn eigentlich? Wir sind ja völlig falsch geritten, ihr wollt ja eigentlich darüber. Der große See, wo wir am Anfang waren, könnt ihr euch daran erinnern? Da, wo mir die Banditen natürlich gleich mal umknatzt haben. Es war voll mies. Es war so richtig mies. Du bist so gerade gespawnt und dann jagen dich schon die ersten Banditen. So. Bauen Banditen eigentlich richtige Städte oder? Ah, das ist ein Hottihü. Bauen die eigentlich richtige Städte oder? Hui! Ich bin übers Pferd drüber gesprungen. Bauen die eigentlich richtige Städte oder haben die bloß ihre Camps so über Nacht dann? Oh fuck. Eine Horde Bisons. Und dir. Ah ja gut, das greift mir aber nicht an. Kann man eigentlich einen Wolf? Wäre lustig gewesen. Nein, wir killen jetzt nicht den Wolf, Orno. Und die Bisons lassen wir jetzt auch in Ruhe. Bisons habe ich ja bisher immer nur tötet bei uns zu Hause. Ah! Kakteen! Einfach mal draufschlagen. Pauschal einfach mal draufschlagen. Ja, ich habe so schon das Gefühl, dass die Animationen besser geworden sind. Aber wie gesagt, vielleicht täusche ich mich auch. Noch mehr Kaktus. Nachdem mir ja meine Kaktusfrüchte irgendwie alle einfach abhanden kommen sind. Das war sehr komisch. Eingeloggt. Und auf einmal waren die Kaktusfrüchte weg. Mich würde es halt echt interessieren, wie man Schafe tamen kann. Ah, da gibt es anscheinend noch keine Geschlechter. Sheep ist immer noch Sheep. Hoddy! Oh! Es sind einfach gerade die Wölfe gespawnt. Ich wollte gerade sagen, kommt bloß nicht her. Oh, ein schwarzer Hengst, das wäre auch geil. Ein schwarzes Pferd. Die sind jetzt aber auch schwerer zu killen, oder? Kann das sein? Das ist ein Kojote. Ach komm, lass mal. Wir müssten eigentlich wieder craften, gell? Und zwar... Oh, wir haben nur einen Pfeil. Das sind aber nicht mehr viel. Ja, natürlich, ich habe keine Steine. Geil! Wir haben keine Steine dabei. Das sind wir Helden. Auf der Suche nach Minen, weißt du, und dann findest du halt nichts.
Ah, ist ein Stein. 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 Baumwolle. Ich kann doch, glaube ich, mein Pferd rufen, oder? Emotes. E. C war Crafting. R war Onyx. Man konnte doch Emotes machen. Also bin ich über so da zufällig draufgekommen. Jetzt habe ich leider vergessen, was meine Tasche das war. Da kann man nämlich sein Pferd auch rufen. Hui! Wo sind wir denn eigentlich? Ah, okay, wir sind jetzt praktisch dem Fluss gefolgt. Neue Landschaften. Ist auch schön, wenn man mal neue Landschaften sieht und nicht immer was das Gleiche. Aber Kühe habe ich noch keine gefunden. Gibt es irgendwie einen Bereich, wo man Kühe besonders gut findet? Oder weiß ich gar nicht, weil Kühe soll es ja angeblich schon geben. Genauso wie es Minen geben soll und ich habe noch keine Mine gefunden. Ich weiß aber auch nicht, wie man nach Minen suchen muss. Minen mit die verrückten Minenarbeiter. Gute Frage, nächste Frage. Komm, lass uns Hotty mal schnell trinken. Und look. Oh, da kann man doch gleich mal Eisen abbauen. Wir brauchen nämlich zwei. Wir brauchen nämlich Eisen. So. Wir brauchen Stein. Eisen hätten wir bei uns auch vor der Tür, aber wir brauchen ein bisschen Stein für die zum Craften von die Pfeile. Ja, das ist ja so unsere einzige Waffe momentan. Stein. Kann man nicht aufnehmen. Stein. So. Tja, ich würde aber sagen, wie es weitergeht, sind wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, weil es ist dann doch schon wieder ein bisschen arg lang und das guckt immer dann wieder keiner mehr an. Tja, dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, ein Dachs. Ich reite hier mal noch kurz weiter. Ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge wieder mit reinschauen. Vielleicht finden wir ja doch noch eine Mine. Und ja, danke fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Und lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ade. Oschi.